Wir kommen dann zum letzten Kurzvortrag für heute Abend. Wer vor 2 Jahren bei der Archive 2.0-Tagung war, erinnert sich, dass das Bundesarchiv damals vorgestellt hat, was sie so vorhaben in Sachen, Dankeschön, soziale Medien. Heute kommt Teil 2 von Vera Zahnhausen und Manuela Hamburg. Vera Zahnhausen ist Diplomarchivarin und Kunstwissenschaftlerin, arbeitet im Bundesarchiv in der Grundsatzabteilung und leitet dort das Digitalisierungsprojekt Weimar, die erste deutsche Demokratie. Manuela Hamburg ist ebenfalls Diplomarchivarin und ist PR-Referentin und arbeitet seit über 20 Jahren in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Archivpädagogik, fachliche Grundsätze und ist ja fachliche Grundsätze Internet zuständig. Und wir hören jetzt mehr über die Erfahrungen im Bundesarchiv mit Online-Portalen, Twitter, Facebook und allem anderen. Danke. Sie hat es ja schon gesagt, wir waren 2017 auf der Tagung Offene Archive in Duisburg und haben damals den Weg des Bundesarchivs vorgestellt, oder wir haben gesagt, wie wir uns das vorstellen, das Bundesarchiv in den Online-Medien. Und wir hatten zum damaligen Zeitpunkt gesagt, also Homepage, Weblog, virtuelle Galerien, Dokumente zur Zeitgeschichte, Facebook, also Social-Media-Kanäle, Facebook, Twitter, vielleicht auch Instagram. Wir wussten noch nicht so richtig, wo der Weg hingeht. Und jetzt, 2019, stehen wir wieder hier und wir haben einiges geschafft. Ich versuche es. Ja. Genau. Also, wir haben unsere Homepage 2017 im Oktober an den Start genommen, unsere neue. Wir haben inzwischen drei Online-Portale. Wir haben einen Newsletter mit über 900.000 Abonnenten inzwischen. Und wir sind seit diesem Jahr, seit Februar, bei Twitter aktiv. Und wir haben uns ganz bewusst für diesen Kanal entschieden. Und zwar haben wir uns zuvor Gedanken gemacht darüber, wer sind unsere Zielgruppen, wen wollen wir ansprechen. Also die Wissenschaft, Wissenschaftler, Forscher, Doktoranden, Studenten, die Medien natürlich, Journalisten, Publizisten, aber natürlich auch die breite Öffentlichkeit, den nicht archivaffinen Menschen, den wir fürs Archiv interessieren wollten, und natürlich die Entscheider, also diejenigen, die das Geld geben für Projekte, also Entscheider aus Politik und Gesellschaft. Wir haben keine große Strategie erarbeitet, also wir haben kein 100-seitiges Konzept erstellt, sondern wir haben uns über wichtige Dinge Gedanken gemacht. Und zwar Nutzernamen, Inhalte, wie wollen wir uns eine Community aufbauen, wie wollen wir überprüfen, ob das, was wir tun, auch funktioniert. Und wir sind also hingegangen und haben als erstes gesagt, wie nennen wir uns eigentlich, und haben festgestellt, Bundesarchiv war leider schon besetzt, und haben dann gesagt, okay, dann nennen wir uns das Bundesarchiv. Zu den Inhalten komme ich später. Dann haben wir natürlich überlegt, also das sind wie gesagt alles Überlegungen aus dem Jahre 2018, Ende 2018, also so der Herbst, Anfang Winter 2018. Was wollen wir eigentlich, wenn wir auf Twitter sind, nicht nur was wollen wir dort posten, sondern was wollen wir dort auch retweeten? Also sollen das Archivinhalte sein? Wollen wir in Austausch treten vielleicht mit anderen Archiven, mit anderen Einrichtungen? Was wollen wir eigentlich dort machen? Das war der nächste Schritt. Sind wir natürlich hingegangen, was wollen wir auf Twitter kommunizieren? Am 28. Februar ging es los. Hier ist unser Header, und wir sind dann hingegangen und haben gesagt, okay, wir fangen, also erstmal die Hashtags, genau, unsere Hashtags. Wir haben uns also festgelegt auf 7 Hashtags. Der gängigste ist das Bundesarchiv.
Wir haben dann gesagt, Karriere, klar, Ausbildung, unsere Portale, Veranstaltungen, Filmreihe, also das ist das, was wir verwenden. Allerdings sind wir nicht so festgelegt, dass wir jetzt sagen, das ist jetzt in Stein gemeißelt, sondern das kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, was kommunizieren wir. Der nächste Schritt war dann, ja, was kommunizieren wir denn nun? Wir haben natürlich gesagt, alles über das Bundesarchiv aus unserer Arbeit heraus. Das heißt also, wir geben Hinweise zu unseren Fachbeiträge, Stellenanzeigen, Veranstaltungen, Ausbildungen, virtuelle Ausstellungen, Digitalisierungsprojekte, also alles, was uns als Archiv, was unsere Arbeit ausmacht. Und dazu haben wir uns überlegt, dass der Anker für all diese Posts, die wir absetzen, unsere Homepage ist. Das heißt also, das kann man hier auch sehr schön sehen, wir versuchen immer wieder, also wir teasern die Beiträge an und verlinken dann immer wieder auf den Beitrag in unserer oder auf unserer Homepage oder ins Stellenportal, wo unsere Stellenanzeigen sind. Oder aber wir setzen halt Öffnungszeiten, also wann ist das Bundesarchiv an den Feiertagen ganz aktuell geöffnet, was machen unsere Auszubildenden, ja, welche, wie gesagt, welche Projekte haben wir? Und diese Inhalte, die wir hier kreieren, die sind also nicht nur von uns als Twitter-Team werden die erstellt, sondern wir sind da also sehr ins Haus hinein vernetzt. Das heißt also, Kollegen geben uns Hinweise, schreiben kurze Beiträge, sagen, also das wäre etwas, was ihr über Twitter kommunizieren könnt, da ist ein neuer Bestand erschlossen oder da gibt es eine ganz interessante Diskussion in unserer Erinnerungsstätte in Raststadt. Das heißt also, es ist nicht so ein Alleingang, sondern das heißt, das Haus selber arbeitet an unserem Account mit, also die Kolleginnen und Kollegen. Wie gesagt, wir haben keinen festen Plan in dem Sinne, dass wir also sagen, im Monat jetzt November werden wir also vom 1. bis 30. November genau das twittern, sondern wir überlegen uns in der Regel am Anfang der Woche, was steht diese Woche an, welche Inhalte sind relevant, was ist interessant, was können wir diese Woche twittern. Und wir sind auch nicht festgelegt, indem wir sagen, also wir müssen jetzt jeden Tag mindestens 2 Tweets absetzen, sondern wir schauen eben, was fällt an. In der Regel versuchen wir schon pro Tag mit einem Tweet aktiv zu sein, aber das ist nicht so fest, dass wir sagen, also wir müssen. Was wir auch machen, natürlich retweeten. Wir beantworten Anfragen, die direkt über den Twitter-Kanal an uns kommen. Allerdings sind das in der Regel Antworten, also indem wir dann halt, wenn es sich um fachliche Anfragen handelt, die wir dann an unsere Fachkollegen weitergeben. Hier sind mal so 2 unserer meistgelesensten Posts. Das ist einmal die Erklärung jetzt vom Oktober und dann halt zu unserem Portal. Und hier zur Statistik. Wir haben am Anfang, das fand ich eine ganz interessante Entwicklung, wir haben am Anfang gesagt, wie wollen wir eigentlich messen, was wir machen? Und da war, bevor wir auf Twitter waren, natürlich ganz klar die Aussage an den Followern. Wir wollen gucken, wie viel wir haben. Das hat sich, muss ich sagen, im Laufe der Zeit, wir sind jetzt also seit 9 Monaten aktiv, hat sich das gewandelt. Wir freuen uns über jeden, der uns folgt. Wir freuen uns über jeden, der unsere Beiträge liked. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt die Beiträge danach aussuchen und sagen, das ist jetzt besonders wirksam, da werden uns ganz viel, das wird ganz viel geliked, das werden ganz, da werden uns wahrscheinlich noch 2, 3 mehr folgen, sondern die Tweets, da geht es tatsächlich um den Inhalt. Das fand ich eine sehr interessante Entwicklung. Wir haben auch festgestellt, dass man so einen Twitter-Kanal nicht
also wir als Bundesarchiv so einen Twitter-Kanal nicht alleine betreiben kann, sondern dass das für uns sehr, sehr positiv ist, dass wir beide das im Team machen, unterstützt von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus heraus. Wir sind sehr dankbar, dass wir uns im Vorfeld eine Grundstruktur erarbeitet haben, aber nicht so ein großes, fertiges, starres Konzept, sodass wir also immer wieder auch im Laufe der 9 Monate schauen konnten, zum Beispiel, was wird denn am meisten oder was kommt gut an, was kommt weniger gut an, wie formulieren wir noch besser. Also das heißt, wir haben uns selber auch mit unserem Twitter-Account mitentwickelt. Wir finden es ganz toll, dass wir inzwischen so sehr gut vernetzt sind mit anderen Institutionen, Einrichtungen, Archiven, also BSDU, Haus der Geschichte. Wir finden es ganz spannend, dass wir inzwischen auch Besucher zu Veranstaltungen über unsere Tweets bekommen, die dann wirklich sagen, ganz aktiv, wir haben es halt auf Twitter gelesen, fanden wir ganz spannend. Auch das war eine sehr schöne Erfahrung. Und was wir, denke ich mal, beide sagen können, und damit leite ich jetzt auch an meine Kollegin über, es macht unheimlich viel Freude zu twittern. Und wir sind also da wirklich wir genießen das auch, diesen Twitter-Account zu betreuen. Muss ich einfach hier, oder? Ist da oben, genau. Moment. Ja, genau. Etwas vergessen. Was wir noch, das To-Do, genau, das To-Do, das hätte ich jetzt fast vor lauter Euphorie vergessen. Was wir jetzt noch machen wollen, das haben wir uns damals auch mit auf, also in unser kleines Konzept geschrieben und bisher noch nicht umgesetzt, sei es aus Zeitgründen oder einfach, weil wir es halt noch nicht in dem Maße so stimmig haben, wie wir das wollten. Wir werden also künftig einen Folgebutton auf der Homepage und auf unseren Online-Angeboten haben. Wir werden wahrscheinlich oder demnächst einen Hinweis in unserer E-Mail-Signatur in unsere E-Mail-Signatur aufnehmen und in unseren Printprodukten auch da das kleine Twitter-Zeichen setzen. So, als zweites Online-Angebot, wir haben eben zwei Beispiele rausgepickt, einmal Twitter und dann einmal unser Online-Portal zur Weimarer Republik, was beim letzten Mal noch so ein bisschen im Entstehen war, als wir das vorgestellt haben. Das ist der Blick auf die Startseite. Was waren so unsere Ausgangsüberlegungen? Natürlich, das war die Überlegung, dass es anlässlich der Jahrestage zu Novemberrevolution und Weimarer Republik ein großes Interesse an diesem Thema geben wird, was wir damit aufgegriffen haben. Unser Projekt umfasst die Digitalisierung von Quellen aus allen Archivaliengattungen, also Schriftgut, Filme, Fotos, Karten und Töne. Und es ist über einen Zeitraum von 4 Jahren angelegt. Die eigentliche Digitalisierung hat gestartet 2017. Und wir sind also im dritten Jahr der Digitalisierung, werden noch ein weiteres Jahr Schriftgut digitalisieren, Film eventuell noch länger, weil es da verschiedene Programme gibt. Und wir sind also in diesem dritten Jahr der Digitalisierung eigentlich schon bei dem Volumen, was wir für das Gesamtprojekt angepeilt haben, nämlich im Moment aktuell bei ca. 10.000 digitalisierten Akten und damit ca. 4 Millionen einzelnen Images, 70 Doc-Filme, 30 Tonaufnahmen. Welche Ziele haben wir damit verknüpft? Das erste Ziel vielleicht, was ganz unten steht, mal oder das Ziel, was ganz unten steht, vielleicht mal als erstes, Schonung der Originale durch Nutzung von Digitalisaten. Also dieses Projekt haben wir nicht allein aufgesetzt, um digitalisierte Quellen im Netz zeigen zu können, sondern die Digitalisierung ist bei uns das Programm zur Sicherung. Bisher hatten wir auf Mikrofilm gesetzt zur Sicherung der Quellen. Mittlerweile haben wir umgeschwenkt auf Digitalisierung. Das heißt, diese Digitalisierung
Digitalisierung ist zugleich die Sicherung und der Schutz. Wir machen also Master-Digitalisate, die dann in unser digitales Magazin wandern. Und das, was der Nutzer sieht, ist natürlich nur ein geringer aufgelöstes Repräsentationsformat online im Netz. Man kann auch an eine höhere Auflösung kommen. Das ist also das eines der wichtigsten Ziele im Prinzip, wo die Präsentation online eigentlich fast schon so eine Nebennutzung ist. Dann haben wir uns natürlich davon versprochen, dass wir eine verstärkte Zusammenarbeit auch mit der Wissenschaft bekommen, dass wir neue Nutzergruppen gewinnen können, aber auch eben alte Nutzergruppen binden können. Wir haben verschiedene Nutzergruppen angepeilt und für diese verschiedenen Nutzergruppen haben wir uns auch unterschiedliche Zugänge überlegt. Deswegen ist das Portal aufgebaut in verschiedene Zugangsmöglichkeiten. Der eine Zugang ist eher ereignisorientiert über den Zeitstrahl. Dann gibt es einen Zugang, der eher strukturiert ist nach diesen Archivalien, also nach Archivaliengattungen, wo man im Prinzip direkt in den eigentlichen Datenbanken landet zu den jeweiligen Archivguttypen. Das würde sich dann sicher eher an professionelle Nutzer richten, nach der Einteilung, die wir vorhin in dem einen Slot gehört haben. Dann gibt es den thematischen Zugang, wo wir über virtuelle Galerien vereinzelte Themen aufgreifen und Themen besonders hervorheben und dabei aber auch Einzelquellen in den Vordergrund rücken und darüber eben wieder verlinken zu ganzen Quellenbeständen. Und dann haben wir als letztes einen eher spielerischen Ansatz integriert, auch mit interaktiven Elementen und auch mit Quellen-Mindmaps. Das werde ich gleich noch ein bisschen weiter vorstellen. Was man hier vielleicht aber auch sieht, was haben wir nicht? Das Ganze ist ja auch so ein bisschen als Werkstattbericht hier gedacht. Was haben wir nicht, ist zum Beispiel ein übergreifender Suchschlitz über alle Archivaliengattungen hinweg. Letztendlich ist deswegen haben wir das Portal, weil wir das im Moment technisch noch nicht bieten können, über die verschiedenen Datenbanken hinweg, versucht das Portal, diese übergreifende thematische Suche abzufangen und einzuleiten. Das ist ein Blick auf das, was wir Quellen-Mindmap genannt haben. Die Idee dahinter ist, eine einzelne Quelle in den Vordergrund zu rücken und im Prinzip alle quellenkritischen Aspekte an dieser Quelle aufzuzeigen, die man damit erarbeiten kann, alle Punkte aufzuzeigen, die für die Quelle eine Rolle spielen. Und im besten Fall können wir von da aus auch weiter verlinken. So, das ist der Blick auf die Quellen-Mindmap. Da liegen jetzt noch nicht überall Links dahinter, aber das wäre das Ziel, dass man von da aus wieder auf andere Quellen, auf andere Informationen, auch auf externe Datenbanken verlinken kann. Das andere sind Hörangebote. Wir haben es die Archivgespräche genannt. Das sind Interviews, die wir bisher geführt haben. Da haben wir noch ein bisschen Hausaufgaben auch zu machen. Wir haben bisher nämlich nur geschafft, 3 Interviews zu führen und es war eigentlich als Reihe angedacht. Im besten Fall werden wir das auch als Podcast aufsetzen können, aber das ist etwas, was wir eben noch weiter ausbauen müssen. Und zusätzlich haben wir als Hörangebot auch eine Quellenlesung zum Nachhören, also wo wir tatsächlich von Schauspielern eingesprochen Quellentexte haben lesen lassen, die man nachhören kann. Die wichtigsten Angebote sind da die beiden interaktiven Spiele, Wahlkompass und Spiel der Lebenswege. Am besten ist sicher der Wahlkompass angekommen, am besten von diesen ganzen zusätzlichen Angeboten, die wir gemacht haben. Er ist nicht unbedingt immersiv, aber wie ich jetzt gelernt habe, ist das vielleicht auch gar nicht so entscheidend. Er ist wirklich sehr gut angekommen. Wir werden auch immer wieder gefragt, ob wir sowas nochmal aufsetzen wollen. Vielleicht muss man sich überlegen, ob das eigentlich die Aufgabe eines Archivs ist und warum wir das gemacht haben. Wir wollten natürlich andere Nutzergruppen damit an uns binden. Ob man das zukünftig so leisten kann, solche Angebote immer weiter fortzuführen,
Das ist sicher eine Diskussion wert. Bisher war es ein einmaliger Ansatz. Wir haben das auch nicht alleine realisiert, sondern mit dem Verein Weimarer Republik zusammen. Das ist der Block, den habe ich das letzte Mal schon vorgestellt. Ich würde jetzt als letzte Folie gerne noch zu den, naja, eigentlich so ein bisschen dazu kommen, welche Erfahrungen haben wir denn gezogen? Wir haben natürlich verschiedene Probleme auch gehabt bei so einem großen Projekt. In erster Linie waren es große technische Probleme, die wir an der Stelle hatten, bei der wir es zunächst gar nicht erwartet haben. Und zwar hatten wir doch große Probleme bei der Speicherung dieser großen Datenmengen, weil es eben tatsächlich im digitalen Archiv bei uns verankert ist und verschiedene Prozessschritte durchlaufen muss. Und da gab es einfach Engpässe. Die sind zum Glück mittlerweile behoben. Wo wir sicher auch noch ein bisschen arbeiten müssen, ist die Darstellung der Digitalisate im Viewer. Da würde ich mir noch noch andere Funktionalitäten wünschen. Auch das ist in Arbeit, wird aber noch ein bisschen dauern. Die Ladezeit der Digitalisate ist im Moment noch sehr hoch. Ich arbeite selbst viel mit diesen Online-Quellen und mitunter dauert das sehr lang, bis man so eine 500-seitige Akte sehen kann. Und im Moment ist es eben so, dass wir tatsächlich überwiegend im Portal nur mit Links arbeiten können. Auch das wäre was, was man in einem zukünftigen virtuellen Lesesaal sich sicher anders wünschen würde. Aber wir verstehen dieses Portal auch als Erfahrungsschritt hin zu einem zukünftigen virtuellen Lesesaal. Über die interaktiven Angebote, wie unterschiedlich die akzeptiert werden und ob das die Aufgabe eines Archivs ist, sowas weiter fortzuführen, hatte ich eben schon kurz gesprochen. Eine ähnliche Erfahrung machen wir auch mit den virtuellen Galerien. Das ist sehr aufwendig, sowas zu machen. Und ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob Aufwand und Nutzen da in einem guten Verhältnis stehen. Da muss man sicher auch mal überlegen, ob man das vielleicht auch knapper mit wenigen Quellen angehen kann. Dann noch eine Sache zu Twitter. Ein Grund für Twitter war für uns auch die Idee, dass wir auf Twitter für unser Angebot des Online-Portals werben können und sich vielleicht dadurch auch die Zahlen, die Klickzahlen erhöhen. Das war zumindest nicht messbar, seit wir online sind mit Twitter, mit dem Twitter-Kanal. Wir kriegen gute Rückmeldungen, aber ob sich jetzt dadurch wirklich die Nutzung des Portals gesteigert hat, kann man an den Klickzahlen eigentlich nicht ablesen. Dann noch etwas zur Kommunikation mit den Nutzern. Da fand ich interessant, als wir gestartet sind, gab es große Überlegungen, brauchen wir sowas wie einen direkten Chat? Ist der Bedarf daran so groß an direkter Kommunikation? Meiner jetzigen Erfahrung nach würde ich sagen, nein, im Moment brauchen wir das nicht, weil selbst die Kommentarfunktionen, die wir bisher haben, die Möglichkeiten, die Kommentarfunktion, die wir zum Beispiel im Blog hinterlegt haben, wird eher selten genutzt. Wir bekommen direkte Rückmeldungen, aber eher wenig, sodass ich aus meiner Erfahrung im Moment sagen würde, der Bedarf scheint zum aktuellen Zeitpunkt nicht so hoch zu sein. Was uns auch fast ein bisschen gewundert hat, war die Frage, wer wählt denn die Quellen aus? Wie transparent ist das, welche Quellen für so ein solches Projekt ausgewählt werden? Wir haben versucht, das sehr transparent zu machen und haben von Anfang an kommuniziert, was unsere Kriterien sind und welche Bestände wir in den Blick fassen. Und wir haben dazu aufgerufen, uns Wünsche zu nennen, auf Hasuts Kult, auf verschiedenen anderen Plattformen, auf dem Historikertag. Da kam ein sehr geringer Rücklauf. Letztendlich würde ich mal sagen, vielleicht 3 bis 4 wirklich konkrete Wünsche, in Anführungszeichen. Und das waren in der Regel Bestände, die wir ohnehin fokussiert hatten. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber vielleicht kann man daraus auch positiv ablesen, dass die Forschung ein großes Vertrauen in die Archivare und in die Arbeit der Archivare hat und vielleicht uns zutraut, dass wir da auch das Richtige aussuchen. Vielen Dank.